Der Johannes Hugendobler, er ist einerseits Architekt, aber auch Maler und Designer. Und diese drei Aspekte sollen die Ausstellung wirklich auch zeigen. Einerseits versuchen wir durch seine Entwürfe der sakralen Aussenbauten, der architektonischen Bauten, die Aussenwerke ins Museum zu bringen über die Entwürfe. Andererseits zeigen wir natürlich ganz viele Tafelbilder und auch Designobjekte aus dem Alltag, wie ein Wiege, ein Spiegel, ein Schrank oder eine Lampe. Wir haben eine grosse Blumenwand mit sehr vielen schönen Blumenbildern. Die sind vor allem, zeichnen sich vor allem aus durch ihre Farbigkeit, extrem leuchtende Farben, Farbkompositionen, immer sehr harmonisch, aber auch spezifisch ausgewählt. Das sieht man auch. Er spielt mit den Farben, er hat Farben im Griff. Und glücklicherweise können wir sogar seine Originalfarben ausstellen. Wir haben die von einer Privatperson können auslehnen. Also man kann die Farben wirklich auch noch im Detail studieren. Neben den Blumenbildern hat er auch Landschaftsbilder gemalt. Und vor allem natürlich auch Motive aus dem religiösen Bereich. Er war sehr, sehr ein religiöser Mensch. Und das Motiv vom Engel kommt immer wieder vor. Also das ist sehr, sehr auffällig, dass er viel Engel gemalt hat. Er ist auch mal als Maler der Engel bezeichnet worden. Also er hat in Appenzell 1931 die erste Fassade bemalt. Das war von der Neue Drogerie. Und was zum Vorschein kam, ist die knallrote Fassade mit den Heilkräutern und den schönen Ornamenten. Und das war natürlich dann eine Sensation gewesen und die Nachbarn haben das auch wirklich sehr schön gefunden. Er hat dann weitere Aufträge bekommen im Laufe der 30er, 40er Jahre, wie das Café Fessler, der Clara, das Hotel Sentis am Landsgemeindeplatz und hat dann so eigentlich den Grundstein gesetzt für das farbige Appenzell. Also das kann man sich jetzt fast nicht vorstellen, dass vor den 30er Jahren das nicht farbig war.